Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Tanks hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind Thompson und Chaos. Servus. Hallo. Hallöchen. So, wir stehen wieder mit 10 TP und LTP hier in Reihe und Glied angetreten zum Gefecht auf der Karte Kloster. 8 Mile oder Berge? Mir ist das egal. Ich fahre euch nur nach. Gut. Machen wir mal die 8 Mile. Alles klar. Ich bin der Lemming, der euch folgt. Ziemlich viel TKS-20 unterwegs. Das sind so ganz kleine Wanzen. Die sind echt klein, die Dinger. Okay. Ja, guck doch mal. Ja, guck doch mal da schräg hinter dir. Da steht doch einer. Oder hier direkt neben mir steht auch einer. Also seid vorsichtig, wenn der in eure Ketten kommt. Das könnte ein bisschen klappern. Das ist doch ein ferngesteuerter Panzer, kein echter. Nee, da sitzen sogar Leute drin. Müssen Kinder sein. Nicht den kleinen anschubsen. Ja, ja. Ja, der geht ja sofort kaputt, dann nicht. Aber wir sind mal Top-Tier. Ah. Hab ich noch gar nicht erwähnt, ne? Verschreist nicht. Ja, okay. Das heißt heute leider nichts. Irgendwo fliegen jetzt schon Granaten durch die Gegend. Da kommt ein TKS-20. Wenn wir aus dem Wichi fahren. Ja. Kleine Mücken, die stechen ja doch. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Der Fahrer ist geliefert. Alter, wer ist denn. Kann mal irgendeiner den Panzer 2 da rausbomben? Danke. Bleib nach hinten. Ich kann auf den schießen. Ja, dann schieß doch. Komm auf der Seite nicht in den Panzer 2 hinein. Kann es leider zu groß gefallen. Oh. Signalreichweite verringert. Ich kann leider keine HPs mehr reinbringen hier in das Gefecht. Mehr Schuss kann ja, ich nicht abfangen. Ich kann auf ihn schießen, wieso fährst du nochmal extra vor? Oh, wie hart der hat mich. Hm, scheiße. Macht der viel Schaden? Das war's für uns. Raus hier. 11 Schaden macht er mit jedem Schuss, aber er schießt halt schnell. Ah, 2 HP muss er überhaupt. Ja! Hier gibt dir die Arti natürlich einen 185er Hit. Pass auf, der Panzer hier kann dich jetzt. Er braucht schon HPs, die werden überbewertet. Ja. Oh, da schießt eine Arti auf mich. Ja. Sieh mal durch hier. Das ist schon bitter. Lass die mal überholen, die haben mehr HP. Tja, die wollen dich aber gar nicht überholen. Warum steht noch ein LT-60 oder sowas? Das war gut daneben geschossen. Ja, meine Gun ist halt. Nicht am schnellsten, nein. Das Ding gut. Und okay. Hat aber auch gut kassiert dafür. Hm, da kam eine Arti angeflogen. Rechts? Ja, ja.
Der AT-Treffer bei dir ist auch ziemlich heftig. Da hinten in der Seite, ja? Ja. Ja, mich hat sie gleich umhin gehittet. Was ist da los? Ja, muss er nicht durch die Panzerung durchgehen. Ah, jetzt. Nimm's doch nicht, der will nicht kaputt gehen. Also wenn er sich nicht beeilt, dann gewinnen die das durch Cap. Ja. So, von denen stehen keine mehr im Cap. Okay, dann geh rein in Cap holen hier. Jetzt steht einer drin. Der TKS-20 sollte auch cappen. Weißt, er steht draußen und sagt Cap. Ja, weil dann bekommt er keinen Schaden. Au. Oh, da steht wohl noch irgendwo ein T2 Medium rum und ein TKS-20. Genau. Jo. Ja. Das war's dann wohl. Ja, mit Siegen sind wir nicht beseelt hier, ne? Nicht wirklich. Schade, würde ich sagen. Sehr, sehr schade. Na gut, machen wir gleich noch eine Runde hinten dran. Das wollen wir nicht weiter bewerten, dieses Gefecht. Das war einfach mal ein Griff ins Klo. Wir sind unter der Top 4. Naja. Hilft doch alles nichts, wenn der Rest nicht funktioniert. Wir haben es nicht gerissen. Wir haben es halt einfach nicht gerissen. Wir hätten es durchaus reißen können, aber haben es nicht geschafft. Also von daher, Griff ins Klo. Ich meine, okay, bei den polnischen Fahrzeugen, die wir jetzt hier fahren, ne, haben wir ja sowieso solche extrem schlechte Winrate. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber gut. Wir sind jetzt mal auf Wadi. Wie heißt die eigentlich bei uns im Englischen? Sand River. Genau, die heißt ja komplett anders, ne? Ein bisschen, ja. Ja. Oh. Das Ganze als Begegnungsgefecht mitten in der Wüste. Oh, sogar mit Hitzeflimmern. Gut, wo wollt er hin? Wollt er an die Düne? Wollt er zum Punkt? Ich weiß nicht, wir fahren vielleicht gegen die über Führer. Die Berge, oder? Über die Berge hinten. Oder? Du, weißt, du siehst, wo der gegnerische Startpunkt ist, wie nah der an den Bergen ist. Da, wo die 1 drin steht, da in dem komischen. Ja. Okay. Aber wenn du da lang fahren willst, können wir es probieren. Ich denke, über die Berge haben wir die beste Deckung. Ja, da kann man so ein bisschen Deckungskampf machen. Ach, und deswegen. Auf Distanz. Ah, deswegen wolltest du in Paris auch über die offene Fläche fahren und nicht durch die Stadt, wo man Deckung haben könnte. Alles klar, okay. Es erschließt sich mir vollkommen, deine Logik. Kann man. Das. Ja. Will mich wer abschleppen? Nein. Okay. Ja. Einfach die Route, wo du nicht in den Berg steigst. Geh einfach Disco. Wenn du abgeschleppt werden willst. Was denn? Ja, ja. Ja, nu. Kein Kommentar. Ach ja. Mit einem Mal, ja? Aber ich finde schön, dass die Weltgrenze jetzt keine Linie mehr einfach am Boden ist, sondern. Ah, sondern? So ein bisschen 3D, so in die Höhe. Ja, das kann man auch noch einstellen. Ja, ich hab's mir auf gestreift eingestellt. Was? Schießt du auf den? Ich schieße ihn nicht, ich sehe den nicht mal. Du kannst ein Stück weiter vorfahren, oder? Ja, ich wollte jetzt hier nicht der erste Dulli sein, der hier gleich von denen gesichtet wird und gleich in die Fresse kriegt. Okay. Was ist wohl ich? Ein T29 habe ich leider mitgegeben. Diese Gun. Ja, die ist nicht die schönste. Jetzt stellt sich der Dulli direkt vor mir in den Weg. Ich pushe nach vorne.
Hat er gut gebaitet. Wo er nochmal gucken kommt. Clickbait. Clickbait, genau. Ist er wieder hinten lang? Der erste Bully. Ja, lass uns mal hier pushen. Push, push, push. Lass ich push ja schon so schnell ich kann. Alten Abschlepperwagen. Muss einfach deinen Motor übertacken. Geht das? Aber dann stürzt das Spiel wieder ab. Nee, das war mein Grafiktreiber, der abgestürzt ist. Oder irgendwas gestanden ist. Hey, interessant, die haben sich alle komplett zurückgezogen. Eine Falle. It's a trap. Denke ich mir auch, aber... Mr. Crab, wow. It's a trap. Koho. Ich hab ihn gespottet. Ich hab ihm 70 Schaden gegeben, ey. Oder er hat auf mich geschossen. Irgendeine Art, ich schieße hier hinten her, oder irgendwas, habt ihr irgendwas hergeflaggt? Irgendwo ist hier ein Panzer direkt neben uns. Ja, direkt vor uns, dieser Koho. Nee, andere Seite noch. Ah, ein T29 ist das. Oha! Ich hab ordentlich vom Hetzer genascht. Ja, dann zieh dich lieber zurück hier. Ja, mach ich doch gerade. Da hinten steht noch ein T29. Einer mehr, zähl mal richtig. Irgendeiner schießt ja trotzdem nur auf mich. Wo kann man die ganzen... Das ist ein Cruiser 2 übrigens. Was ist ein Cruiser 2? Ja, der da wahrscheinlich auf euch geschossen hat. Weil der hat mich zum Explosion gebracht. Also auf jeden Fall kann da hinten direkt einen Hetzer oben dahin wirken, wo Chaos gerade lang fährt. Ja. Ich fahr da mal vor. Ein bisschen. Wo ist denn der scheiß T29 da jetzt hin? Da oben ein Cruiser? Ja, komm ich nicht ran. Okay. Bin down, Großtraktor. Hetzer. Ja. Dachte, der ist super. Ja, ist nicht unser Tag heute, ne? 100% los bis jetzt. Nee, stimmt nicht. Den Tagessieg haben wir ja gemacht. Den konnten wir aber leider nicht senden, weil ich da der erste Dulli war, der ein paar von Copy geschossen gekriegt hat. Ja, und ich habe einen Game Crash. No, da kommt der Großtraktor, der hat mich geholt. Auch so eine hässliche Böder drauf. Ja, die werden es dann gleich doch gekippt haben. Ja, ja. Aber wenn du es überlebst, ist es auch nicht schlecht. Wenn. Das ist kurz vorm Tod, der Junge da oben. Ah, guck mal jetzt. Von wegen. Oh, da kommt einer. Cruiser 2. Nimm ihn dir vor, der hat mich getötet. Ja, super. Oh, der killt mich auch noch. Ah, wie lange braucht das Ding zum Nachladen? Ah, da schießt er drüber. Kommt eine Arti. Kommt eine Arti. Pass auf, der ist gleich hinter dir. Ja, das kann man leider nicht verhindern. Ach, jetzt hat der Großtraktor dich geholt. Nein, Cruiser. Ach, der Cruiser hat dich geholt, okay. Da waren jetzt einige. Irgendeiner hätte mich sicher erledigt. Oder ja. Der T29 hinten. Also, dass der da hinten durchgekommen ist, ohne dass er nochmal zu sehen war, das finde ich auch noch ein bisschen weird. Da steht erst so eine Base und kann die Base einnehmen. Na ja, gut, ist ja auch nicht wieder schlimm. Ah, bei noch. Noch möglichst viel umfahren, dass sie wissen, wo man ist. Ja, gut. Ist ja und jetzt zu verschieben. Ah, die lebt ja nicht mehr von den Gegnern. Die hast du ja nun getötet.
Problem ist bloß, dass er eben noch... Na gut, also den Großtraktor, wenn er um die Ecke kommt, den kann er auch one-hitten. Er hat ja nicht mehr allzu viel. Der Cruiser ist auch ein One-Hit. Das sind eigentlich zwei One-Hits für ihn. Wenn er die Art ihn noch ein bisschen unterstützt, mit ein bisschen Glück und ein paar guten Ideen, könnte er schaffen. Man sollte bloß das Fahren einstellen. Also wenn er sich schon tarnt hinstellen will, dann sollte er nicht fahren, weil dann fliegt die Tarnung wieder auf. So, den kann er noch jetzt one-hitten, oder? Ah, nein! Da kommt schon der nächste. Oh! Er hat hier 29, der hat halt eben ziemlich viel Life noch, ne? Artie hat daneben geschossen. Ja, wie gesagt, das ist das halt das Glück, was er braucht. Das hat er nicht gehabt. Schade. Ja, und Adi verfährt sich lieber nach hinten. Das Einzige Gute ist, auf dieser Karte kannst du dich nirgendwo ersaufen. Ja. Sicher? Was? Vielleicht irgendwo in dem Sumpf in der Mitte. Von einer Klippe stürzen geht sicher. Von einer Klippe stürzen geht, ja, aber nicht ersaufen. Naja, schade. Schade, meine lieben Leute. Ich würde euch jedem gerne Siege zeigen. Ich bin aber leider Gottes irgendwie in Aufnahmestress. Muss ich ein bisschen vorproduzieren. Deswegen kriegt ihr jetzt alles, was wir spielen. Es sei denn, das ist wirklich totaler Blödsinn. Man müsste damit leben, dass ihr auch solche Gefechte seht. Aber vielleicht fahren die ja noch wieder raus, jetzt zieht es noch eine Länge und dann gibt es ein Unentschieden oder so. Die Art, die flüchtet noch oder zündet die Nuke. Man kann alles erwarten. Go, Arti. Bam! Da hat er doch noch einen. Da Mann. Oh. Direkt vor ihm. Oh je. Yeah. Dann nicht gesehen. Oder? Jetzt hat er ihn gesehen. Ja, super. So spät. Getrackt. Das war's. Schade. Tja, erst hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. So kann man World of Tanks dann manchmal auch zusammenfassen, ne? Gut, die Auswertung des Gefechts, wollen wir uns die angucken? Ach, wieso nicht? Ach, wieso nicht? Na gut, dann gucken wir uns noch gemeinsam an. Eine glorreiche Niederlage. Ja. 170 EP ist, ich weiß nicht, was ich da sehen will. Thompson ist auf 1. Naja, gut, viel besser hätte es für ihn nicht laufen können. Bisschen Schaden habe ich auch gemacht, aber leider nicht ausreichend und... Ja. Das waren zwei ernüchternde Runden von World of Tanks. Wenn sie euch, wie erwartet, doch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Thompson und Chaos waren bei uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich riesig freuen. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.